Tam udělali. Všežravci jsou tam. To je jako člověk, všežravec. Druhý díl Hannibala. To znamená, než dosáhnu váhy... Ano, to je 40 váhy. Než dosáhnu váhy 140 kg, tak nesmí porazit. A aby mohli porazit ještě, tak musí mít nějaký speciální prostě trávy a tak bude různý nějaký, co smí jíst, aby... Also um diese Produktion des Gelderler Specks gibt es eine besondere... eine besondere Richtlinie, damit man auch diesen Markenschutz erreichen konnte, hat man also aufgearbeitet, was dazu führt, um diesen Markenschutz oder um diesen Gelderer Speck entsprechend zu produzieren. Und da gehört dazu, dass das Schwein aus dem Geldtal kommen muss, es nach entsprechenden zertifizierten Richtlinien produziert oder gemästet werden muss. Anteil Mais, Anteil Gerste, Anteil Klarnach, Mineralstoff, wie auch immer. Und dann ein Mindestschlachtgewicht von 140 Kilo haben muss. Takže v podstatě, aby mohl ten špek mít ten certifikát, že je galtářský, tak to musí splňovat ty prasata, tři základní kritéria. První je, že to prase musí být galtářský prase. Druhý kritérium, že potraviny, který, nebo ta potrava, kterou oni jim krmí, tak musí mít nějaký speciální podíl minerálů a dalších látek a potom musí mít tu váhu 140 kg, aby mohli porazit. Ja. Vielleicht, wir sind ein Produzent des Gelderer Specks, der vom kleinen Ferkel, die wir von einer eigenen Ferkelproduktion im Geldal kaufen, bis hin zum Teller alles selber machen können. Und auch die Produktion des Mais oder des Futters, das die Schweine fressen, auch alles selber machen können. Und deswegen sind wir ein sehr runder und autarker Betrieb. V podstatě oni tady mají takovou nebo jsou jedni z mála, kteří mají právo udělat tu produkci úplně od samého začátku až do konce. To znamená, oni si tady produkují i tu kukuřici a to žrádlo pro ty prasata až po to, že to nakrájí přímo ten špek na talíř zákazníkovi. To znamená, že tady fakt dělají úplně od vypěstování těch prasat, od vypěstování kukuřice až po nakrájení to, co jsme měli my. A proč těch 140 kilo? To je nějak určený? Warum 140 kilo? Ja, das hat damit zu tun, dass der Anteil des Specks, also des Fett, größer sein muss oder höher sein muss, weil darin eigentlich der Geschmack sich verbirgt. Ja, also der Geschmack ist im Fett und nicht im Fleisch. Důvod, proč to musí mít 140 kg, je kvůli chuti, protože chuť se skrývá ne v masu, ale v tuku a teprve o to je váží 140 kg, je tam dostatečný podíl tuku, takže to chutná speciálně. Genau. Welcher Teilkörper ist das Speck? Also grundsätzlich kann man aus vielen Teilen den Speck machen. Wir produzieren ihn aus dem Schlögel, das heißt Hinterteil. Dann aus dem Bauch produzieren wir es. Aber man kann natürlich aus dem Karree zum Beispiel, aus dem Rücken, das genauso machen wie aus der Schulter. Nur wir produzieren den Schinkenspeck, den klassischen Schinkenspeck und den klassischen Bauchspeck. Den Rest verwenden wir immer für das Hotel und für das Restaurant. Ja? Normálně se ten špek může dělat z celého prasate. Oni speciálně dělají jenom z kýty a z břicha a zbytek používají v restauraci jakoby při vaření, ale standardně se může používat až po ramenu. Wir haben einen Stand zwischen 40 und 70 Schweine ungefähr. Ja. Ja, und Rinder haben wir, können wir hier gleich anschauen, einen Stand zwischen, also Rinder jetzt, der mit dem Gelderer Speck nichts zu tun hat, von 5 bis 15 Ochsen ungefähr, also die wir auch selber für die eigene Ochsen, Produktion, nicht ja, Ochsen, nicht Kühe, nicht Stiere, sondern Ochsen, das sind die männlichen, die kastriert sind, ja, genau. Mein Peter spart Nasdol, da Wir sind, ja. Wir nicht. Aber das hat das Jehova in Kuna Bueno bei mir. Die Schweine, die sind nur drinnen oder auch draußen? Ja, auch draußen, ja. Die kommen einmal in der Woche einmal raus, ja. Ja. Auch im Winter? Auch im Winter, ja. 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 Genau, das stimmt. Gut, wenn sie geschlachtet werden, und wir sind ein zertifizierter Schlachthof, ein
eine kleine Struktur, die es nur mehr sehr selten gibt, aber die man viel mehr fördern sollte, weil so eine kleine Struktur eigentlich noch eine sehr gesunde ist und es diese großen Distanzen zwischen einem Schlachthof und dem Betrieb nicht gibt und deswegen auch eine harmonischere Verarbeitung der Tiere gibt. Das heißt, also der Transport mit Stress gibt es nicht. Und deswegen sind wir sehr stolz auf diesen Betrieb hier bei uns, weil wir das hier alles machen können. Wirkt sich bestimmt auch auf die Qualität des Fleisches aus. Und so wird es also geschlachtet und danach wird das Fleisch dann eingesurt. Das heißt, eingebrötet oder eingesalzen. Wir machen das mit Meersalz. Salz, Lorbeer, Wacholder, Knoblauch, Lorbeer. Und da macht also jeder seinen eigenen Geschmack drinnen. Wir können das auch drinnen anschauen. Wir machen das in einem Bottich drinnen. Ja. No, takže oni jsou, jak jsem říkal, že dělají všechno až od pěstování kukuřice až po to podávání na talíř, tak není úplně běžné, že by tady v takové malé struktuře bylo i to řetnictví, jak se to řekne v češtině, ale to, že tam je jdou na porážku, ta porážka, jakoby, že by se mohlo přímo činit a že to je velmi dobrý kvůli tomu, že se v podstatě ty prasata nevystavují stresu z dopravy a z takových těch negativních věcí, které souvisí s tou hromadnou porážkou a s tím převozem a že jsou na to velmi hrdý, protože fakt toho není moc. Když to maso potom solí a přidávají tam různý přísady, česnek, pepř a já nevím, pět dalších. A řezník to sem uchází, nebo to dělá někdo v podstatě? Nein, sprechen nicht, aber ich merke, dass ihr das ausgesprochen habt. Nein, Česnek ist Knoblauch. Česnek ist echt. Okay. Česnek ist gut. Mají vlastního řezníka, nebo sem chodí nějaký externí? Sie haben, wer schlachtet die Schweine? Wir haben einen Schlachter, der das macht. Im Hause? Nicht im Hause, den holen wir für diese vier Schweine, die wir alle zwei Wochen schlachten. Oder einen Stier oder einen Ochsen, den wir alle Monate einmal schlachten. Okay, takže si najímají řezníka a vier Schweine pro zwei Wochen. Zwei Wochen. Takže každý dva týdny zabíjejí čtyři prasata a nebo jednoho vola jedno za měsíc. Tak rund. Wie viel Kilogramm Speck oder gibt es aus einem Schwein? Ungefähr. Das ist schwer. Also das Schwein hat 140 Kilo Schlachtgewicht. Hat ungefähr eine Ausbeute von, sagen wir, 60%. Wir verwenden nur die Schlögel davon und nur den Bauch. Das heißt, ein Schlögel hat, nehmen wir 5 Kilo, sind 10 Kilo, sind 16 Kilo circa ungefähr, ja? Was wir als Speck verwenden. Okay. Und der Rest wird als Frischfleisch verwendet, okay, bei uns im Betrieb. Ja? Und 60 ist nur Fleisch, 60% der Rest ist Fleisch, genau. Also nur ist gut, brauchen wir im Restaurant jetzt als Braten. Von diesem 16 Kilo, wie viel Speck ist eigentlich? Da muss man wieder 50% Verlust abrechnen. Ja. Das bedeutet, dass jeder Prasse da mal 16 Kilo Speck jakoby ty suroviny, ale když to z toho, co se připraví, tak je 8 kg, polovina z toho jde. Jak se to tady připraví, jestli se to jenom vysouší, nebo co se s tím dělá? Se řekne. Dann die Verarbeitung, das sehen wir jetzt, ja genau. Also hier drinnen sehen wir zum Beispiel.